Jo Leute, willkommen hier gerade kurz vor dem Intro. Dieses Video wurde sehr, sehr spontan aufgenommen. Also bitte, bitte nimm's mir nicht böse, wenn es ein bisschen verpeilt oder verplant oder was auch immer ist. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß. Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist mit dabei der... Hektik, was geht, Leute? Ach du Scheiße. Ja, auf jeden Fall. So, like Standard... Ja, okay. Von wegen Standard-Skill ist am Start, ne? Brr. Jo, Leute, willkommen zu einem Video. Wie ihr schon im Titel sehen könnt, Tatsache Eltern. Ihr denkt euch jetzt, oh mein Gott... Du Bastard, was machst du jetzt schon wieder für eine Scheiße? Und ja, Leute, ich habe vor, eine neue Rubrik zu machen. Worum es einfach geht, kann ich euch erzählen. Und zwar, ich erzähle einfach aus meinem Leben, wie das wirklich mit meinen Eltern ist. Und jeder von euch, also bestimmt manche von euch, die kennen einfach so einen Moment. Und mein Kühler dreht gerade richtig durch. Ich weiß sogar. Und ja, heute habe ich einfach mal als Gast in Actic mit dabei. Einfach darum, damit er auch mal was dazu sagen kann, was er davon hält. Stimmt's? Geil. Ja, ja, finde ich auch. Also. Ich fange jetzt einfach mal ganz locker und leicht an. Und zwar heute. Heute hat es schon angefangen. Ich hab mir halt diese Rubrik schon 2 Tage im Kopf. Und heute kam nochmal so ein richtiges Beispiel, wo ich mir so denke, was ist denn los mit euch? Und zwar, ich bin ja ein Schüler, so wie der Actic. Und wir gehen genau in die gleiche Klasse. Und ich habe eine kleine Schwester und momentan ist halt in dem Ort, wo wir zur Schule gehen, ist eine Riesenbaustelle. Daher ist es nicht möglich, mit dem Bus direkt zu meiner Oma zu fahren. Und ja, meine Mutter gestern Abend so, ja, du gehst mit deiner kleinen Schwester zum Bahnhof, fährst mit dem Bus zu Ort 1. Dort steigst du um zu Ort 2 und von dort fährst du dann zu deiner Oma. Ich denke mir so, ja, jetzt weiß ich, wo ich aufsteigen muss. Aber wo muss ich denn jetzt einsteigen? Konnte mir auch keine genaue Info sagen. Sagte nur, ja, entweder du musst bei Ort 2 aussteigen oder bei Ort 2.1. Ja, ich nenne einfach jetzt mal keine Ortsnamen. Man kennt's. Ja. Tolle Infos sind das, oder? Ja, und bin dann heute zum Busfahrer gegangen, hab gesagt, hier, Entschuldigung, wie komme ich denn zu Ort 3? Sagte der. Ich nicht Ahnung haben, da steht ein Mann, du den fragen. Ich so, okay, Dankeschön. Rausgegangen zu dem Mann. Entschuldigung, wie komme ich denn jetzt nach Ort 3? Sagt er so. Ja. Du gehst hinten zu der Bahn. Steigst bei Ort 3 aus. Bei Ort 4. Entschuldigung. Und fährst dann steht da gegenüber Busse. Und die fahren dann direkt über Ort 5 zu Ort 3. Und ich so. Okay. Dankeschön. Meine Schwester gepackt. Wir steigen in den Zug. Sind wir im Ort 5. Und ich stelle mich da an die Haltestelle. Guck so auf den Plan. Ja, der nächste Bus fährt in einer Stunde. Verdammt. Ja, ich so meiner Mutter geschrieben. Hey, wir stehen jetzt in Ort 5. Wir sind dann jetzt am Warten. Sie dann so. Warum bist du denn da?
Ich sagte doch, du sollst an Ort 1 aussteigen, dann zu Ort 2 fahren und von Ort 2 steigst du um nach Ort 3. Ich so, ja, aber ich habe den Typ gefragt von der Bahn und der hat mir das so gesagt. Sieh mir grad mich so an. Ich hab gesagt, du sollst so fahren. Nicht so. Digga, du hast mir keine richtigen Infos gegeben. Was soll ich damit? Da frage ich doch direkt den Typ, der da arbeitet. Die Bahn stellt doch keinen Typ mit für einen Monat 4000 Euro Lohn ein, damit er Scheiße labert. Da wird auch schon mal hinterstecken. Ja, toll. Ich hab trotzdem gesagt, du sollst da hinfahren und von dort mit dem Bus zu Ort 2 fahren und dann zu deiner Oma. Oh, da habe ich mich schon so richtig verarscht gefühlt. Oh, ich... Was soll ich denn großartig dazu sagen? Ich habe das gemacht, was ich für richtig gehalten habe. Ich frage einfach den Typ von der Bahn, wie komme ich da hin? Eben. Wäre ich jetzt nach Ort 1 gefahren, da kenne ich mich absolut gar nicht aus, dann wäre ich da blöd rumgestanden, weil ich dann meine Bushaltestelle kenne. Und ja, sie meckert mich trotzdem an. Am Ende hat unsere Oma uns geholt. Ja. Eben, habe ich mir auch gedacht. Die paar Kilometer wären jetzt auch gewesen. Nein. Ektik, hast du auch eine gute Geschichte? Ja, Nee, eigentlich nicht. Leute, ich habe mir die Rubrik so vorgestellt, wenn ich einen Gast habe, erzähle ich eine Geschichte, dann er eine Geschichte und dann ich Schluss. Damit das Video nicht zu lange dauert. Und es ist jetzt schon jede Minute mindestens zweimal. Du kennst mein Konzept nicht. Ja. Ne, wir sind jetzt schon bei 7 Minuten. Lol. Die Zuschauer denken sich jetzt, da steht 4 Minuten. Leute, denkt dran, ich muss das Video auch schneiden. Mimimi. Und wie gesagt, die Rubrik, wenn ich einen Partner dabei habe, sind es 2 Geschichten. Ansonsten erzähle ich tatsächlich eine Geschichte, die nur 3, 4, 5 Minuten lang geht. Damit die Videos nicht zu lange sind. Damit ihr... Was denn? Content bieten. Ja, kommen mehr Videos. Mehr Videos, mehr Klicks. Also Leute, wenn ihr diese Rubrik halt nicht verfolgen wollt, müsst ihr ein Like da lassen. Je mehr Likes... Oh, bei 20 Likes höre ich direkt mit dieser Scheiße auf. Ihr werdet nie wieder was von mir hören. Da ich weiß, dass ihr es eh nicht schaffen wird, brauche ich keine Angst haben. Leute, das war's von dem heutigen Video. Die Tage kommt nochmal. Tatsache Eltern. Lasst ein Like da. Und ein Abo. Ansonsten sage ich an dieser Stelle, mach's gut. Ja. Schwul. Ciao. Du musst jetzt Ciao sagen.